Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fitzbees Crackblock, zusammen mit mir, dem lieben Silence. Wie man nun immer mal im Inventar sehen kann, habe ich noch ein wenig vorbereitet. Ein wenig was vorbereitet, so. Ich habe einfach ein bisschen noch Dirt gesammelt und durchgesiebt. Einfach, damit wir jetzt ein bisschen, ein bisschen was auf Vorrat haben und gleich auch vernünftig weitermachen können. Denn ich möchte heute gerne den Koppelgenerator soweit fertig machen, dass wir, oder dass ich dann bis zum nächsten Mal einiges durchsieben kann. Das heißt, wir brauchen, genau, hier oben habe ich das Zeug, wir müssen einmal den Crucible durchjagen und wir brauchen eine Kohle, so. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier raus und wir haben, das ist es nicht. Okay, das ist es scheinbar nicht. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, was wir brauchen. War der Crucible nicht auch eine Quest? Nee, da brauchen wir Lava. Nee. Ich glaube, ich mache erstmal eben schnell den Clay Bucket. Ich habe wieder Schluck auf. Geil. Das gibt's doch nicht. Warum? Ich habe den ganzen Tag keinen Schluck auf. Kaum nehme ich kurz auf, habe ich Schluck auf. Warum? Ah, das nervt mich jetzt gerade so. Aber davon abgesehen, wir brauchen noch wieder eine neue Kiste. Oder ich baue gleich zwei Stück auf, eher gesagt. Denn das Zeug, was wir hier beim Sieben rauskriegen, vom Gravel, würde ich gerne hier hinstellen. Das heißt, ich stelle hier meine temporäre Kiste hin und hier kommt das Gesiebte rein. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, genau, dann haben wir jetzt nämlich ein Bucket. Und genau, wir sollen noch eine Torch uns besorgen. Und dafür brauchen wir Kohle, glaube ich. Ich habe jetzt nicht so wirklich viel heute vorbereitet, da ich auch nicht so viel Zeit habe. Aber ich glaube, wir kriegen, genau, das kriegen wir nämlich, dieses Coal Ore Chunk. Wo ist denn das? Hier kriegen wir mit knapp 10% Wahrscheinlichkeit, ja, 9% aus Gravel raus. Das heißt, wir müssen ein wenig Gravel aufstellen oder ein bisschen Stein und das klein hacken zu Gravel. Ich will aber auch nicht zu viel benutzen. Einfach, da ich das Cobble eigentlich brauche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das noch alles machen muss vorher. Und wir haben Coal Ore. Das ist gut, dann können wir uns nämlich gleich zwei Kohle machen. Den Rest packe ich hier mal weg, keine Ahnung, was es alles ist. Na los, brenn durch. Da können wir dann nämlich, ich glaube, ich stelle den mal eben kurz um. Ich hätte eigentlich auch ein bisschen Flint sammeln können, noch fällt mir gerade ein. Ach, apropos Flint sammeln und den Enderman da hinten. Ich habe hier noch ein bisschen umgebaut. Denn ich habe hier einfach noch, sieht man das? Genau, hier sieht man das. Ich habe da noch einen, ja, quasi die Decke ein tiefer gemacht. Einfach damit da jetzt nicht so viele Endermen oder irgendwas spawnen. Damit ich nicht die ganze Zeit hier überall Endermen rumfliegen habe. So, wir haben jetzt keine Strings mehr. Sticks, keine Strings. So. Das heißt, wir haben die Quest erfüllt. Genau, und jetzt brauchen wir 1000 Lava theoretisch. Dafür habe ich den jetzt hier schon frei gemacht. Das gibt es nicht, wie oft ich jetzt gerade aufstoßen muss. Aber wenn man jetzt nämlich in dem Crucible Steine reinmacht, sieht man, da ist Solid Cobblestone drin. Und da wird langsam zweifache Rate bei Torch sogar. Cool. Der wird langsam umgewandelt zu Lava. So, und damit können wir dann Lava generieren. Das heißt, wir können jetzt noch mal eben gucken, was wir sonst noch brauchen. Wir bräuchten theoretisch, ja, ein bisschen davon. Die ganzen Werkzeuge brauchen wir. Vielleicht reicht unser Flint ja sogar schon dafür. Das heißt, wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen eine Spitzhacke. Wir brauchen eine Schaufel. Eine Axt. Ich glaube, das war es dann sogar schon. So, einfach mal alles hinlegen.
So, jetzt habe ich auch unten meine Toolbar. Vernünftig. Und, wir brauchen noch eine Flint, eine Mattock. So, jetzt haben wir wieder alles. Genau, ja, jetzt haben wir nämlich alles. Cool. Wir haben sogar schon theoretisch Natural Age freigeschaltet. Nur dafür brauchen wir Cowbite und so weiter, aber da kümmere ich mich nächstes Mal drum. Ich möchte jetzt erstmal gerne gucken, ob wir Eisen, Zinn und Kupfer haben. So, wir haben hier Zinn, wir haben hier Kupfer. Wir haben hier Bauxit. Nein. Was brauche ich noch? Kohle. Habe ich alle verbraucht. Danke. Und diese Ignit-Kohle. Ah, da kriegen wir Eisen raus. Was ist das? Anti-irgendwas? Die ist das. So. Und wir müssen noch einmal wieder ein bisschen was sieben. Einfach, damit wir noch wieder eine Kohle rauskriegen. Auf gut Glück. So. Ich finde es dämlich, dass die Quests nicht teilerkannt werden. Aber, na gut. Kann man jetzt nichts machen. Und ich habe natürlich intelligenterweise... Genau. Ne, die habe ich ja auch schon. Genau, dann kommt jetzt Kupfer, dann Zinn und jetzt brauchen wir noch eine Kohle. Das heißt, ich muss noch mehr Kobbel klein machen. Ah, dann wird das mit Pech doch nichts mehr mit dem Kobbelgenerator heute. Ah, shit. Egal, kriegen wir auch so irgendwie hin. So, nein, nicht das. Das soll es sein, schmelzen. Denn wir hauen jetzt nochmal die 15 Gravel durch. Zack. Und hier war wieder kein... Doch, da. Hoch, Glück gehabt. So. Und dann noch einmal die Kohle durch. Jetzt ist es doch schon komplett. Ja. Keine Ahnung. So, wir brauchen Iron Nuggets. Kriegen wir hierher. So, wir brauchen Rough Iron Nuggets. Wo kriegt man das Rough Iron her? Das nervt mich ein bisschen. Ach, muss man einfach nur 9 Eisennuggets schmelzen? Gut. Und währenddessen werde ich schon mal kurz hier den Koppelgenerator aufbauen. Ich hoffe, dass das so reicht, wie ich es vorhabe. Nicht, dass ich jetzt... die ganze Plattform abfackel damit. Das wäre ein bisschen doof. So, da fange ich natürlich auch jetzt schon an, volle Slabs zu bauen, sage ich jetzt mal. Dann möchte ich nämlich hier jetzt das Wasser runterfließen lassen. Und dann kommt hier die Lava rein. Passt perfekt. Gut, aber bevor ich jetzt irgendwas mache... möchte ich gerne eine permanente Wasserquelle versuchen zu machen. Das ist nur die Frage, wie ich das machen kann. Ich glaube, ich baue die... Ja. Langsam wird es hier ein bisschen eng. Ja, komm. Ich baue hier kurz ein bisschen an. Ich kann jetzt ja auch endlich Fackeln platzieren. Das bedeutet, dass ich hier jetzt einfach ein kleines Wasserbecken hinmachen kann. Das reicht so, glaube ich, sogar schon. Ja. Gut, weil der Clay Bucket, der hält nicht so viel aus. Das heißt, wenn wir da einmal Lava mit transportieren, ist der Bucket weg. Und da wir nicht ganz so schnell an einem Eimer rankommen, also an einem normalen Bucket, haben wir das Rezept da nicht verändert? Ja. Also wie man sieht, wir brauchen einiges dafür, bis wir das zusammen haben. Dementsprechend ist das ein bisschen besser, wenn man das vorher schon macht. Ich hab's gesagt und mache doch den Fehler wieder. Das gibt's doch nicht. Oh, Glück gehabt. Wir haben immerhin noch ein Wasser. Sonst hätte ich jetzt sogar noch warten müssen, bis es wieder regnet.
Oh Mann, was ist mit mir los momentan? Ich bin ja irgendwie total mit dem Kopf nicht bei der Sache. Ich hoffe, das wird demnächst mal besser. So, oder es wird demnächst besser, sagen wir es mal so rum. Wenn das mit dem Studium wieder geregelt läuft und so, dann sollte es alles wieder besser laufen. Gut, dann kann ich jetzt schon mal so machen. Sicherheitshalber packe ich hier noch einen Eimer Wasser rein. Und dann können wir hier Wasser reinpacken. Und hier die Lava. Shit. Hier hätte das Loch hin müssen. Hier wird ja der Cobblestone draus und da hätte das Wasser hin müssen. Ach, shit. Ja, gut. Das ist jetzt minimal doof. Aber ja, ich habe heute leider nicht so viel Zeit, um einen großartigen Zeitraffer zu machen. Dementsprechend muss es jetzt leider so gehen. Deswegen kommt auch heute die Folge ein bisschen später, weil die Uhr ist jetzt schon 8, wo ich es aufnehme. Und ja, ich hoffe, dass ihr es versteht, aber ja, ihr seid ja nicht anders gewohnt bei mir, dass ich es häufig nicht schaffe, rechtzeitig aufzunehmen. Aber ich hoffe, es ist nicht schlimm. So, mach jetzt mal fertig, damit wir dann 9 Eimer Lava wieder machen können. Boah, Mann. Das ist doch nervig. So, jetzt müssen hier wieder neue 4 Steine rein. Ich werde hier jetzt eine Fackel platzieren. Ich werde hier eine Fackel platzieren. Dann haben wir hier schon mal Ruhe. Und dann gucken wir mal, was wir noch an Quests weitermachen können. Wir können theoretisch Copperdust, Tindust, das zusammenpacken und einschmelzen, dann kriegen wir Bronze raus. Das heißt, wir brauchen noch 2 Copper. Kann ich das eigentlich auch so klein machen? Scheinbar nicht. Aber so. Okay, das heißt, das muss ich jedes Mal erst einschmelzen. Shit. Okay, gucken wir mal weiter, was wir sonst noch machen können. Wir können ein Iron Hammer vielleicht schon machen. Das wäre okay. Wie macht man den Eisenhammer? Okay. Ich brauche auf jeden Fall 6 Eisen. Kommt auch wieder Kupfer raus. Also daran sieht man schon, die überschneiden sich alle so ein bisschen. Da muss man einfach irgendwann mal, ja, ich sag jetzt mal, ein Gespür für entwickeln, was man da braucht. So, bevor ich das jetzt weiter vercrafte. So, das ist completed. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenpacke, kriege ich Bronze das draus. Das ist completed und das muss ich gleich wieder einschmelzen. So, ich will aber auch ein bisschen Eisen haben. Ach komm, wir haben den Kobbelgenerator gleich fertig, ich baue einen zweiten Ofen. Was soll der Geiz? Auch wenn ich hier nächstes Mal, glaube ich, ein bisschen radikal umbauen muss. Weil irgendwie ist mir das hier alles zu eng. Und vor allem, das Zeug steht mir hier ganz schön im Weg. So und so. Dann ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt geplant habe, wenn wir gleich den Kobbelgenerator soweit fertig haben, würde ich gerne, oder werde ich offscreen ein bisschen Kobbel farmen, beziehungsweise Gravel, werde das durchsieben, werde so, sagen wir jetzt mal, die ersten Materialien hier zusammensammeln, muss ich mal sehen, wie lang und wie viel, wie lange es dauert und wie viel. Ah, okay, hier kriegt man den Iron Hammer dann jetzt her. Was wollte ich sagen? Ach ja, also wie lange ich mache, wie viel ich mache und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir brauchen ja eine Menge. Also sieht man ja schon, bevor wir überhaupt mal ein Bucket machen, brauchen wir noch einiges mehr an Material. Dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich einiges offscreen sieben werde. Ich muss mal gucken, wie viel. Alleine weil, ja gut, wenn der Iron Hammer wirklich die gleichen Aufgaben macht. Dann wäre das sogar wirklich eine Überlegung. Dann könnte ich ein bisschen mehr machen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier Iron File, Iron Saw, Bronze Chest.
Okay. Flintstar. Cover Me and Covers. Iron Wrench and Hopper. Schluck auf. Okay. Muss wohl stimmen. Ich werde jetzt nochmal kurz Ancient Spores, weil der ist noch nicht ganz durch, Ancient Spores hier hin platzieren und damit kriegen wir Mycelium. Und auf Mycelium können Pilze wachsen und ähnliches. Und dann würden wir nämlich, und Witchwater kann man machen, aber das mache ich nächstes Mal dann. Ja. Dann kriegen wir Pilze, so. Das war mein Gedanke. Die Iron Wrench kriegen wir auch schon demnächst. Oder können wir jetzt demnächst machen, muss ich nur ein bisschen was versammeln, wie gesagt. Ich bin echt mit dem Kopf total plemplem heute. Die Iron Saw und Iron File müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Dann kommt auch schon der richtige Bucket. Ja, ein paar Bronze-Sachen muss man auch... Ja, an sich muss ich größtenteils nur Ressourcen sammeln. Und jetzt funktioniere bitte. Danke. Dann kann ich jetzt nämlich hier stehen. Und einfach immer schön ein bisschen was wegklotzen. Nur nicht Steuerung drücken aus Versehen. Genau. Und dann sammle ich jetzt hier ein bisschen Gravel nebenbei. Man kriegt es ja nicht mal mehr im Inventar rein. Bäh, man wird weggestoßen. Das ist ja gemein. Das ist mir neu. Naja, gut. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt weiter irgendeinen dummen Quatsch-Gedöns irgendwas rede. Mycelium breitet sich auch aus, nur so nebenbei. Würde ich sagen, Fingers geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc, etc. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann mit den neu gewonnenen Ressourcen weitermachen können. Bis dahin. Ciao, ciao.